Sven, wir haben ja im Vorfeld besprochen, wann du das Telefon klingeln lässt. Das ist bislang noch nicht passiert. Ich tue jetzt gleich sehr überrascht, dass du das Telefon klingeln lässt, ja? Das hatten Sven. Wir so jetzt nicht besprochen, aber okay. Das haben wir so... Oh, das Telefon klingelt! Na, sage mal! Warte mal, ich muss mal kurz ran. Das ist die Intendanz. Uwe, ja, was gibt's denn? Ich bin da in der Show, ich habe wenig Zeit. Was? Ach so. Was, der Böhmermann? Nein! Der kopiert mich in seiner Show. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Du hast mir schon einen Link geschickt. Warte mal. Halt doch mal der Maul. Jetzt mein, einmal kurz innehalten. Was denn jetzt? Soll ich im Browser gehen? Ah ja. Aber wieso kannst du überhaupt auf meine Lesezeichen zugreifen in meinem Browser? Das steht in meinem Vertrag drin. Da kann ich mich sogar nicht... Nee. Apropos voll. Okay, ja, warte mal. Also, du sagst... Halt doch mal dein Schmiedchen jetzt bitte kurz. Du sagst also, der Böhmermann kopiert mein orangefarbenes Telefon mit der Intendanz in seiner Show ZDF Magazin Royal. Okay, warte mal. Ah ja, da hast du mir ein Video hier reingepackt. Sollen wir das mal angucken? Es geht um Korruption in der Union. Vorweg erstmal ein paar Namen. Man muss aufpassen, damit es nicht justiziabel wird. Hat mit Korruption erstmal gar nichts zu tun. Klöckner, Nüsslein, Löbel, Amthor. Jetzt zwei Fragen. Was lief wirklich ab im Grand Hotel Excelsior auf Malta? Und zweitens, weshalb sind Florian Hahn... Das ist nicht dein Ernst, oder? Vom ZDF, da muss ich mal ganz kurz ran. Böhmermann? Oh, Herr Programmdirektor. Grüß Sie. Was? Ich soll nichts Schlechtes über die Union sagen? Warum das? Was soll das heißen? Politisch ausgeglichen, was? Das können wir jetzt nicht. Es ist mir doch scheißegal, wenn Markus Blume bei YouTube in den Kommis schreibt, dass ich ein linksversifter GZ-Antifant bin. Das ist, nee, kann mich auch wichsern, ist mir scheißegal. Gut, okay, ja. Also nichts über die Union. Uwe, ich find's wirklich unmöglich, weil wir haben dieses Telefon haben wir erfunden in der Pandemie vor einem Jahr. Ah! So, und das ist der Moment, in diesem Moment plane ich meine Show. Ach so, ja. So einen Gast habe ich heute. Ist ja interessant, ist ja hochinteressant. Warte mal ganz kurz, ich muss kurz die Intendanz anrufen. 110. Uwe? Ja, halt mal kurz dein Schnütchen, Uwe. Meinst du, der kopiert jetzt uns? Weil unsere Idee so wahnsinnig bahnbrechend war und niemand vorher diese Idee hatte mit deinem Telefon? Weiß man nicht genau, ne? Weiß man nicht genau, Uwe? Ach, du bist mir so auf die Nerven. Du bist wie bei den Gilmore Girls. Die reden ja auch die ganze Zeit nonstop. Alles klar. Uwe, vielen Dank. Wir reden später. Ja, ja, danke. Tschüss. Boah, die nervt. So, jetzt aber Svenny, meinst du, der hat uns kopiert? Weil das war ja deine Idee damals mit dem Telefon. Ich weiß jetzt nicht, ob das so bahnbrechend ist. Also meinst du, unsere Idee war sowas von belanglos, dass es eigentlich jeder Honk machen kann? Ich weiß es nicht. Ich würde es aber eigentlich geil finden. Also jetzt, ja. Wir nehmen ja gerade auf. Lieber Jan Böhmermann, ich weiß ja, du folgst mir auf Instagram. Ja? Also ich hoffe, er folgt mir noch auf Instagram. Er folgte mir mal auf Instagram. Wenn du dieses Video siehst, ich werde es heute Nacht online stellen, melde dich bei mir. Als Entschädigung musst du in diese Sendung als Gast kommen. Hast du verstanden? Ja. So. Sharing is caring.